Beginnen möchte ich mit dem kürzesten Stück, der Nummer 3. Hören Sie die fast monolithisch wirkende Musik. Wenn das Eingangsspiel wäre, Karl, was würdest du für einen Vers sprechen? Ja, das ist jetzt ungeschickt, wenn du das jetzt fragst. Dann müsste ich ja sagen, ich nehme da gerade diesen Satz Nummer 3, das Zitat aus Jeremia, ein Vers, der eigentlich einem sonst nicht im Zusammenhang mit einem Weihnachtswerk in den Sinn käme, aus dem Buch Jeremia. Dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß und kannst mit der Tat beweisen. In diesem Kapitel 10 des Jeremia-Buches spricht der Prophet zunächst von den Götzen, die die Heiden machen, macht sich ein bisschen lustig darüber, wie man da mit der Axt das Holz zuwegschlägt und dann ein bisschen schnitzt und dann ein bisschen Gold und Silber dran macht und auch mit einem Nagel oder zwei festmacht, dass das Götzenbild nicht wackelt. Und dann kommt das. Dir, Herr, aber ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß und kannst mit der Tat beweisen, so nach der Luther-Übersetzung. Wie hat es Gott bewiesen? Er hat seine Größe bewiesen dadurch, dass er klein wurde, Mensch wurde, im Kind Jesus von Nazareth zur Welt kam. Aber hier die Grandezza. Und ich glaube, ich habe einen kleinen Fund gemacht. Wenn ich die Bassstimme singen würde, wie ich sie mir vorstellen würde, würde das vielleicht dann so klingen. Dir, Herr, ist niemand gleich. Also Harmoniewechsel. Dir, Herr, ist niemand gleich. Aber Bach bleibt auf der Harmonie. Dir, Herr, ist niemand gleich. Sie können es nachschauen, wenn Sie das Arbeitsblatt zur Hand nehmen. Unten links sehen Sie Großbuchstabe Dora. Die Streicher in der ersten Zeile mit aufstrebenden Figuren und dann der Bass, der auf dem Wort Herr auf der Harmonie bleibt. Dir, Herr, ist niemand gleich. Und er fährt weiter. Du bist groß und dein Name ist groß und kannst mit der Tat beweisen. Und Bach hat gesagt, was gesagt sein muss. Was ist aber vorher? Die Arie für zwei Flöten, Tenor und Basso continuo. Ihr Gedanken und ihr Sinnen schwingend euch an itzt von hinnen, steiget schleunig Himmel an und bedenkt, was Gott getan. Er wird Mensch und dies allein, dass wir Himmelskinder sein. Bedenkt, was Gott getan. Gott wird Mensch, damit wir Kinder Gottes werden. Es geht um das, was wir Heutigen je länger, je weniger können, nämlich ums staunende Bedenken der Taten Gottes. Wie heißt es in der Weihnachtsgeschichte von Maria? Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Darum geht es. Kommt Ihnen sicher bekannt vor. Falsche Nummer, Weihnachtsoratorium, hören Sie dann am 28. Es ist die Maria-Stelle, H-Moll mit der Violine.
Und hier haben wir zwei Flöten, die in nicht ganz unähnlicher Art auf eine beschauliche Art und Weise Kontemplation führen. Wenn wir die Basslinie uns anhören, das Innehalten, das Staunen, wie es Karl vorhin betont hat, und dann diese in sich drehende, versponnene Flötenfigur. Immer das Gleiche. Und dann nochmals in der höheren Lage. Pam, 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 pam. Und auch die Bassgruppe beteiligt sich am Schluss des Ritornelles. Und der Tenor singt dazu. Ihr Gedanken und ihr Sinnen schwingt euch jetzt von hinnen. Die Figur des Tenores führt natürlich beim Wort schwinget euch an itzt von hinnen in die hohe Lage, und die Flöten antworten. Ein Auf- und Abschweben, sehr besinnlich in diesem ernsthaften H-Moll. Und dann die Hauptbotschaft wahrscheinlich dieser Arie. Er wird Mensch und dies allein, was Karl vorhin erwähnte. Da habe ich Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie bei Cäsar schauen. Groß Cäsar ist die zweitunterste Eintragung. Ich habe unten in dem Doppelsystem den Basso Continuo, immer noch in dieser trochäischen Führung, nämlich lang, kurz, lang und verminderter Septakkord. Dazu oben den Verlauf der Tenorstimme. Ihr wird Mensch und dies allein, dass wir Himmelskinder sein. Ich versuch's in der hohen Lage. Ihr ist Mensch und dies allein, dass wir Himmelskinder sein. Weil jetzt geht die Stimme nach unten. Ihr wird Mensch und dies allein. Auch schön zu hören, wie Bach mit der Pause arbeitet. Nach diesem Wort, er wird Mensch, gibt's eine große Pause. Was machen die Flöten dazu, wenn sie nochmals schauen? Ihr wird Mensch. Man hört Mollklänge, man hört verminderte Klänge. Es ist dieses Geringe, das in der Weihnachtsgeschichte ja immer wieder betont wird, das Bach natürlich hier auch zitiert mit diesen Vorhaltsgebilden. Dass wir Himmelskinder sein, ihr wird Mensch. Ich könnte das schönste Klavierpräludium entwickeln mit diesem Motiv.
was mir so wichtig ist, in diesen Momenten, ich spüre, dass Bachs Instrumentalmusik, wenn wir sie mit der Kantatenmusik vergleicht, völlig kompatibel ist. Und ich, wenn ich Klaviermusik oder auch Violinmusik von Bach höre, mir meine Gedanken machen kann und überzeugt bin, Bach studiert sich etwas aus und er wäre in der Lage zu sagen, dieses instrumentale Stück, zum Beispiel dieser Tanzsatz aus einer Ouvertüre für den Fürsten, für seinen Geburtstag, kann ich einbauen in eine geistliche Kantate. Das wäre die Nummer, die wir vorhin hören. Und dann kommt eben dieses grandiose Rezitativ. Ihr Herr ist niemand gleich, mit dem wir unsere Einführung begonnen haben. Ein Bibelwort aus dem Buch Jeremia und dann zwei Nummern später, in der Nummer 5, wiederum ein biblisches Wort. Das ist das einzige dieser drei Bibelworte, das direkt zur Weihnacht Bezug nimmt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Aus der Weihnachtsgeschichte, der Lobgesang, der Engel und aus dem dann die Botschaft kommt, die Hirten, sie sollen sich jetzt auf den Weg machen nach Bethlehem, denn dort sei ihnen der Heiland geboren. Ich habe gedacht, als ich erst den Text las, das gibt jetzt ein Stück mit Trompeten und Pläno, Chor und allem. Ehre sei Gott, Ehre sei Gott. Großartig, wie ich improvisiere, oder? Ist Johann Sebastian Bach. Weihnachtsoratorium. Das ist das Faszinierende eben, dass Bach für solche Worte auch ganz verschiedene Musik hat. Also nichts von Improvisation, sondern von Zitat. Wie klingt es hier? Und unserem Organisten habe ich gesagt, mach doch eine schöne himmlische Engelsfigur. Wir hören dann, was er für eine Erfindung macht. Das ist immer freigesetzt. Hier steht nur diese eine Linie, das Continuo, und nachher muss der Organist oder der Cembalist eine Ausführung finden. Was machen die beiden Solostimmen? Es ist eine Sopranstimme und ein Tenor. Sie singen Koloraturen und einen Dreiklang. Wir kennen es von unserem herrlichen französischen Weihnachtslied Auch hier niedersinkende Koloraturen in sequentischer Form. Immer wieder dieser Quintfall. Wir sind ihm viel schon begegnet bei Bach. Und wenn ich in Moll spiele, da 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 und so weiter. Also Sie sehen, es geht auch für französische Musik sehr gut. Das Stück übrigens ist eine Parodie. Es ist eine Übertragung des Einlagesatzes aus dem Magnificat in der Erstfassung in S-Dur, dem Virge Jesse. Da sind wir an die Wurzel. Jesse erinnert an das Blümlein Feine. Und Bach hat es dann umgeschrieben von F-Dur nach A-Dur. Das ist ihm dann egal, ob diese Tonart geht oder nicht geht. Und unsere Continuo-Leute sagen, wenn es doch in F-Dur wäre, es wäre einfacher. Aber Bach sagt, in diesem Zusammenhang der Kantate brauche ich es in A-Dur, also interessiert mich euer Ace und euer Hiss und euer Physis nicht. Das ist die Nummer 5.
Wenn wir jetzt unmittelbar schauen, was ist nach diesem kleinen, großartigen, monolithischen Rezitativ? Dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß und kannst mit der Tat beweisen. Und hören Sie jetzt ganz zart, ganz melancholisch, ganz leise mit der Oboe d'amore. Pam ti ta ri di 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 tam ti di 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 da pa pam pa da. Chromatik. Und das gleiche Intervall wie Erbarme dich. Hier heißt's Ach Herr. Und was hören wir dann als Text? Wir hören den Sänger des 8. Psalms. Da spricht einer, der zum nächtlichen Himmel emporschaut, einer, der eben wirklich noch staunen kann und sagt, wenn ich schaue deine Himmel, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast, was ist doch der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du machtest ihn wenig geringer als Engel. Mit Ehre und Hoheit kröntest du ihn. Ja, aber dieser Mensch hat unter dem Einfluss des Bösen jämmerlich versagt. Der Dichter sagt hier, der Mensch, ein Wurm, den du verfluchest, wenn Hölle und Satan um ihn sind, doch auch dein Sohn, dein Seel und Geist aus Liebe seinen Erben heißt. Ich nehme an, Sie haben klar verstanden, was dieser Satz bedeutet. Also ich hatte Mühe mit diesem Satz. Es muss ja in dieser Richtung gehen, aber dieser Mensch, der so versagt hat, wird um des Erlösungswerkes Christi eben begnadigt. Aber es gibt Ausleger, die auch zugeben, es sei schwer verständlich. Jochen Arnold versucht es in seinem Buch über die Bach-Kantaten so. Er sagt, Gottes Sohn wird von Seele und Geist des Menschen aus Liebe Erbe Gottes gerühmt. Dann handle es sich also um eine Replik auf Johannes 3,16. Sie kennen die Stelle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also, so wie Gott den verlorenen Menschen geliebt hat, liebt dieser Mensch nun den fleischgewordenen Sohn. Und die Antithetik der Aussage bestünde nun darin, dass der verlorene Mensch zwar von Gott verflucht werden muss, durch den Mensch gewordenen Christus aber Erbe der Erwählung wird und nunmehr diesen dafür preist. Also diese Gedanken hat der Dichter, so nehme ich jetzt wenigstens an, in diese Sätze hineingepackt. Aber vielleicht hat es Bach anders verstanden und anders mit Musik gesetzt? Mit dieser Frage habe ich gerechnet, Karl. Es ist eine schwierige Frage. Aber ich habe, glaube ich, gestern beim Nachstudium der Probe, habe ich, glaube ich, einen Faden gefunden. Aber vielleicht darf ich beim Anfang des Stückes nochmals beginnen. Weil dieses schmerzlich Suchen hat mir schon sehr gut gefallen. Einfach als Text, dass wir schmerzlich gesucht werden. Das passiert ja, wenn wir nicht auftauchen
Und jemand, der uns gern hatte, sucht uns schmerzlich. Ein Zeichen der Zuneigung und der Verbundenheit. Wie könnte eine Musik klingen, die zärtlich nachsucht? Und ich glaube, wenn sie der Oboe d'Amore und der Altstimme, die ja immer wieder etwas sehr Seelentiefes hat bei Johann Sebastian Bach, nachhorchen, auch dem Klang dieser beiden Stimmen, ein Altus mischt sich ganz anders mit dieser Oboe. Und man hat den Eindruck, es gäbe mit dem zarten Cello und dem Orgelklang eine ganz besonders intime Verbindung. Vielleicht der innere Höhepunkt der Kantate, diese Nummer 4. Und wenn Sie dann die musikalische Ausdeutung nachvollziehen versuchen, dann hören Sie nicht nur diese Sechste, sondern Sie hören ganz verschiedene rhythmische Einteilungen. Sie hören einerseits sogenannt Duolisches. Also Yagadagada, also zwei oder vier oder di da di da 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 di 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 da da di 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 da. Dann hören Sie die punktierten Noten des Cellos. La ti di pa ba pa ba bim bim pam bim pa ba pa ba. Man könnte polonaisehaft sagen. Was macht aber hier die Oboe dazu? Wir haben hier triolische Elemente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Sie haben also eine Vermischung. Auf diese Art und Weise sucht die Stimme nach. Und dann hören Sie hohe, tiefe, geschwungene Töne, lange ausgehaltene Töne. Und ich habe den Eindruck, dieses große Einspiel, das am Schluss dann wiederholt wird, sei diese Seele, die sucht. Und jetzt zu der heiklen Frage, wie könnte Bach es aufgefasst haben im zweiten Teil? Da habe ich Folgendes entdeckt. Die Oboe spielt das Ritornell, das, was Sie gehört haben. Ich möchte es Ihnen nochmals vorspielen. Wir wissen ja, dass dieses Ritornell bedeutet, ach Herr, was ist das, was ist ein Menschenkind, dass du sein Heil so schmerzlich suchest? Und wenn Bach jetzt folgenden Chor- und Vokaleinbau hineinbringt, nämlich folgendes. Doch auch dein Sohn, doch auch dein Sohn in Seel und Geist. So würde ich sagen, doch auch dein Sohn suchet dein Heil. Würde diese Erklärung dir, Karl, du schaust kritisch rein, gefallen? Ja, doch, das leuchtet mir ein. Ich bin ja vielleicht jetzt dem Herrn Arnold da auf den Leim gegangen, aber man kann es wirklich verschieden auffassen. Zunächst habe ich noch gedacht, also was ist der Mensch? Ein Wurm, den du verfluchest. Aber der wahre Mensch, der eine wahre Mensch, das ist doch eben dein Sohn, den Seel und Geist aus Liebe seinen Erben heißt. Aber ich würde mich jetzt dem anschließen, denn auch der Sohn Gottes, der gute Hirt, der sein Schaf sucht, dass das da drin steckt. Denn für mich ist es sehr erstaunlich, dass wirklich diese Textzeile so abgesetzt wird und dass so viele Pausen sind, wo doch Bach sehr gerne endlose Phrasen zieht. Sie sehen, wie wir uns bemühen. Vielleicht hätte Bach gesagt, alles überinterpretiert. Wir haben nun um das Rezitativ herum den Kern der Kantate aufgebaut. Es beginnt mit den beiden Flöten und der Frage, Mensch, bedenke, was hat Gott getan? Er ist Mensch geworden. Dann das Statement, Gott ist groß. Dann hier der innerste, zarteste und weichste Kern der großen Kantatenfrucht, die Oboe d'Amore mit dem Altus, ach Herr, was ist ein Menschenkind? Dann der zweite Bibeltext, Ehre sei Gott in der Höhe, in der zarten, feinen Sechsachtelführung und dann
nachfolgend die Trompeten, Streicher, Oboen-Arie mit dem Bass. Wacht auf, wacht auf. Ja, wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder, und singt dergleichen Freudenlieder, die unserem Gott gefällig sein. Und ihr, ihr andachtsvollen Saiten, sollt ihm ein solches Lob bereiten, dabei sich Herz und Geist erfreuen. Also, wie die Engel im Himmel Gott die Ehre erweisen, so soll auch die Gemeinde auf Erden Gott mit Freudenliedern loben. Also, Adern und Glieder sind aufgefordert und Herz und Geist. Wir würden sagen, mit Leib und Seele. Oder wie es im Lied »Nun danket alle Gott« heißt, mit Herzen, Mund und Händen. Und mit Saitenspiel. Das Saitenspiel ist in der biblischen Zeit das klassische Instrument zum Lobe Gottes. Aber sind die Saiten denn andächtig? Ja, sie sind es. Wenn man eine Saite zupft, dann klingt sie nach, wie die Gedanken im Herzen Marias. Und die Trompete in tiefer Prinzipallage, wie man sagt, lässt folgendes Motiv erschallen. Wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder, ihr Adern und Glieder, und singt dergleichen Lieder. Sie hören eine prachtvolle Arie mit großer Besetzung, und Bach hat hier ein bisschen den Gedanken der Ouvertüre dann wieder aufgenommen, die wir dann am Schluss unserer Einführung Ihnen noch ein bisschen zeigen wollen. Die Saiten, die Andachtsvollen dann. Und ihr, ihr andachtsvollen Saiten, ihr andachtsvollen Saiten, sollt ihm ein solches Lob bereiten. Dazu hören wir Teile aus dem Ritornell. In diesem zweiten Teil schweigen die Oboen, auch die Trompete schweigt. Es ist ja von den andachtsvollen Saiten die Rede. Nur einmal in der Mitte hören wir einen leisen und anwachsenden und wieder abschwellenden Trompetenton, der hier beim Wort »Ein solches Lob soll dir bereitet werden« wieder einsetzt. Und dann zum Schluss den Schlusschoral aus sehr frühen alten Tagen, ein Alleluja-Ruf. Auch, wie wir das ja schon oft gesehen haben, sehr geschickt ausgewählt, diese Schlussstrophe. Sie stammt ja aus einer ganz anderen Zeit. Der Dichter Kaspar Füger hat zur Reformationszeit gelebt. Das Lied war also 200 Jahre alt zur Zeit Bachs. Fasst aber klassisch zusammen. Gelobt sei Gott, singen wir aus unseres Herzens Grunde. Denn Gott hat heute gemacht solch Freud, die vergessen sollen zu keiner Stunde. Und ich wurde gefragt, warum vertont das Bach in so düsterer Art in Moll? Hören Sie mal. Aber wir müssen wissen, dass natürlich ein solches Lied nicht in einer modernen Moll-Dur Art und Weise zu hören ist, sondern wir gehen zurück in die Zeit der modalen Auffassung. Und wenn Sie zum Beispiel an das Auferstehungslied Christus erstanden denken, das im ersten Modus geschrieben ist, im sogenannten dorischen, authentischen Modus, haben wir ja für unsere Ohren auch Moll.
Aber wenn wir beispielsweise dieses Lied Christ ist erstanden von der Marter alle, es sollen wir alle froh sein, Christ soll unser Trost sein, Kyrie eleison. Wenn wir es groß und kräftig singen, spüren wir die Energie, die in diesem Modus drin ist. Und so dürfen wir auch den Schluss dieser Bach-Kantate verstehen. Deshalb habe ich mich entschieden, das Schlussstück Fortissimo zu nehmen. Karl, wenn du die Kantate vielleicht zusammenfassen könntest, möglicherweise sogar von Hindersche. Ja, das kann man versuchen, ganz kurz. Also Nummer 7, der Choral. Gelobt sei Gott, der uns die große Freude geschenkt hat an der Weihnacht. Dann 6, mit Herzen, Mund und Händen gilt es, Gott zu loben und zu preisen. Begründet ist das im Lob der Engel, das im Gloria gesungen wurde, bei Nummer 5. Dann, man kann nur darüber staunen, der Mensch, ein Sünder, aber ein begnadigter Sünder, Nummer 4. Dann, einen Gott, der an den Menschen so handelt, gibt es sonst nirgends, Nummer 3. Und 2, nur anbetend, staunend kann man es bedenken und zu verstehen versuchen, dass wir Kinder Gottes seien. Und jetzt steht uns eben noch die Nummer 1 bevor. Ein inspirierender Text, unser Mund sei voll Lachens. Und Bach hat hier wieder mal einen Geistesblitz gehabt. Wenn ich mir überlege, wie ich Lachen darstellen würde, es müsste etwas Hüpfendes haben oder etwas Kullerndes. Und hier ist ja nicht eine Schadenfreude gemeint. Ich glaube auch nicht, dass hier jemand einen grandiosen Witz erzählt hat und alle brechen in schallendes Gelächter aus. Es ist ein Gelächter der Befreiung. Ich frage mich, könntest du uns hier theologisch noch ein bisschen aufhelfen? Ja, der Psalm stammt ja aus der Zeit des Exils, beziehungsweise nach dem Exil. Die gefangenen Judäer sind wieder zurück und schauen das als Erlebnis an. Es heißt in diesem Psalm, als der Herr wandte Zions Geschick, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sprach man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Wenn Ihnen die Lutherbibel eher vertraut ist, dann erinnern Sie sich vielleicht, dass es dort in der Zukunft geschrieben ist. Nicht Gott hat erlöst, sondern wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein und so weiter. Wer hat jetzt richtig übersetzt? Es sind beide Übersetzungen richtig, denn in der hebräischen Sprache lauten diese beiden Zeiten gleich. Und man muss nun aus dem Zusammenhang eben schließen, will ich jetzt in die Zukunft oder in der Gegenwart übersetzen. Beides hat seinen Sinn. Der bessere ist der, also es ist die Erinnerung an die Befreiung. Da man also nur, das ist ein Erlebnis, man ist aus dem Gefängnis wieder draußen und kann einfach nur vor Freude nur lachen. Das andere haben viele Menschen wahrscheinlich schon dabei Trost gefunden. Sie sagten, wenn der Herr die Gefangenen Zions oder uns Leute, die wir jetzt so unten durchgehen müssen, uns dann erlösen wird, dann werden wir uns freuen und von Herzen lachen. Aber hier denke ich, es betrifft die Geschichte, das hat nämlich seinen Sinn. Man kann doch die Weihnacht
das Geschenk Christi genau auch so vergleichen mit einer Befreiung. Befreiung des Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft, verglichen mit der Befreiung, die uns Jesus Christus gebracht hat. Wie es Jesus gesagt hat im Johannesevangelium, wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Ich vermute, wenn ich versuche nachzuvollziehen, wie Bach vielleicht auf die Idee kam, ein Stück, das er wahrscheinlich in Köthen komponiert hatte für einen Fürsten, nämlich die Orchestersuite Nummer 4, wie sie heute bekannt ist, mit den Trompeten, den drei Oboen, dem Fagott als Concertino, den Streichern und dem Continuo, dass er sagte, ich habe doch dieses Stück geschrieben. Dort war es übrigens noch zweichörig, drei Oboen mit dem Continuo des Fagottes und die Streicher als der zweite Chor sozusagen, ein Hin und Her. Die Trompeten kamen dann erst in der Kantate dazu. Eine sehr spannende Geschichte dieser Ouvertüre. Er sagte, hier hätte ich doch ein Motiv, das geht so. Wenn ich das nehme, dann hätte ich diese überschäumende Freude. Was ist es, wenn wir es genau anschauen? Ich habe versucht, das in Buchstabe Bertha darzustellen. Und Sie sehen, Bertha umfasst 4 Zeilen. Und die zweite Zeile, da habe ich geschrieben Gerüst. Dort sehen Sie einfach die abfallenden Folgen der Noten. Und wenn ich das ein bisschen ernst und seriös spiele, ich bin jetzt am Improvisieren im Bass. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel zu diesen Noten eine Figur machen, nicht die da da, sondern die di 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 da 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 da. Ich könnte auch da di 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 da 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 da. Die Dekoratione wird das genannt in der Rhetorik und in der Musik. Ich mache eine Verzierung dazu. Und hier nimmt Bach nun einen Überhupf. Im Appenzellischen ist dieser Überwurf auch so beliebt und macht die süße Stimmung der Streichmusik aus. Sie sehen, wie ich immer wieder bemüht bin, Bach zum Appenzeller zu machen. Gelingt mir natürlich nicht, aber vielleicht ein kleines Schmunzeln. Dann hat Bach aber gesagt, ich könnte ja das mit Stimmen füllen. Und dann hat er gedacht, soll ich versuchen, unser Mund. Nein, das geht nicht. Ich muss es ein bisschen einfacher machen. Ich mache es, unser Mund. Jetzt sehen Sie, die dritte und vierte Zeile ist jetzt die Chorhineintragung oder der sogenannte Vokaleinbau. Ich habe also das jetzt auf Roland hier Yamaha eingebaut. Das klingt folgendermaßen. Unser Mund, unser voller, unser Mund. Und natürlich ist das viel zu langsam. Also mache ich hier ein bisschen Metronom auf. Da kann ich das folgendermaßen machen. Das ist für mich jetzt etwas zu schnell zu singen, das hören Sie dann heute Abend vom Chor. Aber achten Sie einmal auf die hüpfende, fröhliche, übermütige, überschäumende Energie. Unser Mund sei voller.
baut er Solisten ein, lässt einen Bass, einen neuen Klang dazugeben. Und das, was ich am Anfang in der Einführung gesagt habe, Bach hat immer eine Bedeutung, wenn er Musik schreibt, zeigt sich jetzt hier aufs Allerschönste. Und hören Sie, wie die Kantate dann beginnt, mit einem festlichen, großartigen Ouvertürenklang. Wenn Sie Alfons anschauen, können Sie nachlesen. Die drei Trompeten sind oben geschrieben und der Orgelpunkt in der untersten Zeile. Die feierlichen punktierten Noten einer französischen Ouvertüre, dazu dann di-di-ta-ti, ta-da-ta-ti, fanalhaft die Oboen und die Violinen. Ich versuche Ihnen diesen Anfang zu spielen. Den Himmel, der offen ist für einen kurzen Augenblick. Eine wahrhaft geniale Idee Johann Sebastian Bachs. Die Frage vielleicht zum Schluss unserer Einführung: Hat Jesus wohl je gelacht, Karl? Es gibt Finsterlinge, die sagen, er habe nie gelacht. Was hätte gerade noch gefehlt? Natürlich, es steht im ganzen Neuen Testament nirgendwo einmal, er habe gelacht. Es steht aber auch gar nirgends eine Andeutung, er habe nie gelacht. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er nie gelacht habe. Wenn wir denken, er hat sicher Humor gehabt. Seinem Umgang mit Jüngern und Jüngerinnen, eine große Schar, da ist doch sicher oftmals lustig hoch zu und her gegangen. Oder wenn er so sagen kann, ach, sorgt euch doch nicht, nehmt euch die Spatzen zum Vorbild und die Blumen auf den Wiesen, die kommen auch davon, ohne sich Sorgen zu machen. Oder wie er sich über alle pharisäische Gesetzlichkeit einfach hinweggesetzt hat und gesagt, wir machen das so, wisst ihr, der Sabbat, er ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um des Sabbats willen und so weiter. Es ist lustig, bei der Auslegung des Psalms über das Lachen, da schreibt der damalige theologische Gewährsmann Olearius, der hat dann alle Begriffe schön definiert, was heißt denn Lachen? Wissen Sie das? Olearius sagt, Risus, eben das Lachen, ist facultas animae rationalis representans laetitiam. Also, Lachen ist eine Möglichkeit der vernünftigen Seele zum Darstellen der Freude. Also, da hätte sogar Jesus gelacht über diese Lachen. Also, hat er nun gelacht oder nicht? Wie heißt es? In einer der Seligpreisungen. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. In diesem Sinne. Ja, gut. Vielen Dank.